Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge von Transport Fieber 2. Ich bin immer noch hier am Basteln mit den Kränen, aber ich habe dann gesehen, dass die Kräne auch auf Schienen laufen können. So, guck mal. Und somit können sie sich ja auch nach rechts und links bewegen. So. Ein bisschen höher. So, guck mal. Ja, muss dann schon so ein bisschen nach dahin. So. Dass die dann da nicht vorbuffen. So, ein bisschen, da muss man die auch wieder drehen hier. So, ein bisschen runter. Ne, runter. So, guck mal. Ganz kleinen Tack hoch. So, damit wir hier sehen, dass er soll ja nicht dahin. Er soll ja dahin. Ah, Leute, er soll hier hin. So, und der andere muss dementsprechend dahin. Da bin ich aber in dem Fensterbild drin, so. Ganz kleinen Tag runter. So, guck, der kann jetzt hier wieder weg. So, dann kann der Kran nämlich hier von überall dran. So. Hier kommen dann nur so, ja, guck mal, hier geht es ja spitz zu. Ein bisschen drehen. So, guck mal. So, dann passt das doch da schon mal. Na gut, jetzt passt das da mit dem Dings nicht auf. Das macht jetzt auch nichts. So, das hätten wir. So, jetzt müssten wir nur mal gucken, dass wir hier noch einen Kran drüber kriegen. Und da kann man drunter gucken, das ist nicht so schön. Da kann man auch drunter gucken, aber nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. So, haben sie denn wenigstens beide die gleiche Breite? Ich glaube ja. So. Jetzt haben wir dann hier noch ein Ende. Das muss aber höher. Das lassen wir mal. Ja, das lassen wir erstmal so. Jetzt ist er in das Falsche reingegangen. Aber hier müssten wir ja noch was hinkriegen. Hier müssten wir auch noch Kohle hinkriegen. Fragt sich nur, was für eins. So ein halbes. So ein kleines. Ja, das lohnt sich ja fast nicht. Hier, guck mal, sowas wird hier vielleicht hinpassen. Da käme der auch gut dran.
So. Ist er nach der Seite offen? Ja, da ist er offen. Müsste man verschließen. So, verschließen wir. Drehen. So, guck. Da ist er halt jetzt offen. So, dann müsste der müsste auch ein bisschen höher. So, ein bisschen höher. Und drehen. So. So, guck mal. Dann sieht das doch schon so einigermaßen aus. Wenn wir das jetzt noch so ein bisschen bearbeiten, wir müssten jetzt mal gucken, hier müssten wir jetzt ja noch so einen großen Kran drauf hermachen. So. Auch ein bisschen drehen. So ein Mist. So, ein bisschen drehen. So. Hätten wir auch. Jetzt müssen wir nur Straßen irgendwie dahinlegen, dass da die Fahrzeuge auch hinkommen. So, Straßen. Kleine 30er Straße. So. So, guck. Dann könnte man ja hier noch so eine Straße querziehen. So. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich Dampfloks habe. Aber die kann man doch hier kaufen wahrscheinlich, oder? Dampfloks. Ich hätte gerne so unsere großen schon. Ja, sowas wie die, ne? Die wäre auch nicht schlecht. Aber ich glaube nicht, dass wir die als Ersatz haben. Müsste ich gucken. Jetzt müssten wir natürlich jetzt auch mal gucken hier. Das müsste ja jetzt auch ein bisschen dreckig sein hier. Kies, Basalt, Erde, das sind verschiedene Teerarten, Pflanzen, aber ich glaube, dreckiges Wasser, ja, das ist ja Wasser. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Müsste er jetzt hier auch noch so eine Straße hier gehen? Nein, du sollst dich nicht biegen. Thank you.
So, aber dann machen wir sofort das Werkzeug hier der Ampeln weg. So. Wie machen wir es denn jetzt am dümmsten? Ja, mit Grau ist es ja nicht getan, ne? Alles eigentlich hier. Asphalt. Kohle, hier habe ich doch Kohle. So, guck mal, das ist doch hier ein Kohlezeug. So, dann hätten wir das schon mal so ein bisschen dreckig gemacht hier. So, hier müssten wir dann auch noch irgendwie eine Straße hin machen. Müsste ja irgendwie jetzt hier auch hergehen. So, das hätten wir auch. Jetzt müssten wir, wie gesagt, nur noch gucken, dass wir hier auch noch, ja, das müssen wir dann mal gucken, wie wir das mit dem Pinsel hinkriegen. Ich glaube, den brauchen wir gar nicht hier. So, hier müssten wir jetzt noch ein bisschen. So, hier können natürlich auch Kohlezüge hinkommen. Ne? So. Aber ich glaube, wir haben bei den Ersatz, so viel wie ich weiß, keine Dampfloks, glaube ich. Deswegen müssen wir die noch mal irgendwie uns holen. Ja gut, hier die Wassertürme könnten wir noch nehmen. Das Lampenmast, nee, den brauchen wir nicht.
So, was haben wir denn hier noch Schönes, was wir da benutzen könnten? Hier sowas, guck mal. So, Wasser müssen sie ja nur auch haben, ne? Die Dampfloks. Sonst wird es ja nicht funktionieren. So, oder wir könnten es auch drehen. So, guck mal. So, das hätten wir auch. Sieht das doch schon gar nicht mal so schlecht hier aus. So, jetzt haben wir natürlich nicht viel von Zügen gesehen. Es steht ja auch auf Pause. Und dann haben wir natürlich jetzt, ja, aber dafür haben wir jetzt für die anderen das hier halt fertig, ne? So. Das hätten wir jetzt hier auch. Müssten wir natürlich jetzt gucken, dass wir irgendwie hier noch abgesperrt kriegen, damit nicht jeder dran herlaufen kann. Ein paar Arbeiter hier hin. Was haben wir denn hier für Türme? Ne, die können wir nicht gebrauchen hier. So, ich müsste jetzt nur mal gucken, dass ich irgendwie Dampfloks hier noch reinkriege. So, und dann hier noch LKWs hingepackt kriege, dass die dann vielleicht auch daher fahren. Aber hier könnte man auch noch Schienen dran herlegen, hast du gesehen? Wenn wir jetzt die Straße hier nochmal so ein Stück wegnehmen. Was hat er denn jetzt weggerissen? Achso, er ist am Auto safen, deswegen. Ah, der ist ja noch nicht weg, die Straße. So, wenn wir jetzt die Straße nehmen hier und dann hier gerade weiterführen, so. Hier dann so da rein, dann könnte man nämlich hier wo haben wir denn die Schienen? Da, guck mal. Könnte man nämlich hier noch die Schienen nehmen, ein bisschen drehen, ein bisschen zurückdrehen, so, ein bisschen höher. Passt das jetzt da drunter? Ja, das könnte so passen. Ah, ein bisschen drehen vielleicht noch. So. Dann hier die nächste dran. Hier hinten auch eine dran. Und da auch. So. Müsste jetzt hier noch der Brillbock dahin. So. Und auf der anderen Seite auch. Und dann müssen wir ihn erstmal drehen.
guck mal. So. Tag höher. Ja, lieber wieder einen Tag tiefer, so. So, dann hätten wir nämlich da auch diese Schiene dran herlegen. Da müssen wir sie noch herlegen nachher. Oder eben die Tage. So, hier. Nein, nicht runter. Drehen. Drehen, damit sie zur Straße guckt. Ein bisschen runter. So. Da könnten wir ja dann an der Seite ein bisschen graues Tool hinmachen. So, da auch noch einen Kran hinmachen? Oh, eigentlich nicht. So, Freunde, es ist leider schon wieder vorbei. Schade eigentlich. Aber wir gucken mal, wie es demnächst weitergeht. So, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Donny.